Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich zeige euch heute eine weitere Adventskalender-Idee. Und zwar habe ich diese kleinen süßen Typen gebastelt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt doch einfach dran. Für die Verpackung habe ich jetzt verwendet einen Streifen Motivpapier in 6x12 Inch. Die Höhe könnt ihr dabei variieren, die Breite brauchen wir aber auf jeden Fall. Dann weißes Tonpapier an Stanzen habe ich verwendet, hier dieses Etikett. Zum Stempeln brauchen wir einmal rote Farbe, beziehungsweise ich habe rot genommen, und ein Fingerschwämmchen. Dann embossen wir. Dafür habe ich so ein grün Glitzer Embossing Pulver. Dann einmal, um die Statik zu entfernen, entweder so ein Embossing Buddy oder wie immer mein Tipp, Babypuder soll auch funktionieren. Dann einmal Tinte zum Embossen, etwas Schleifenband. Die Zahlen habe ich diesmal hier aus diesem Paper Poetry Set. Hier. Ja, genau. Und die Verpackung mache ich wieder mit dem Stanz- und Falzbrett für Geschenktüten. An Kleber brauchen wir auf jeden Fall Flüssigkleber und dann noch 3D Foam Pads in, das sind 1 mm, in 2 mm. Und dann können wir loslegen. Als erstes widmen wir uns der Dekoration und dafür nehme ich mir jetzt mein Tonpapier, meine Adventskalenderzahl. Ich habe mich jetzt für die 6 entschieden, weil ich den Kalender schon fertig habe und das Ganze dann einfach als Nikolaus-Geschenk mir nochmal mache. Und dann gebe ich hier einfach in die Ecke einmal mit dem Embossing-Tool drüber, nehme mir meine Tinte zum Embossen, stempel einmal meine Zahl ab und dann nehme ich mir ein Stück Papier. Ich nehme jetzt einfach mal kurz das Motivpapier. Nehmt einfach ein Schmierpapier. Ich habe bloß hier gerade keins liegen. Und dann einmal drüber streuen. Hier bei dem Glitzerpulver habe ich gemerkt, dass es gut ist, wenn man hier nochmal so ein bisschen gegendrückt, sodass sich das Pulver einmal gut verteilt. Weil dann doch relativ viel wieder abgeht. Jetzt glitzert unser Tisch ein bisschen, aber naja. Und dann fülle ich das jetzt einmal mit dem Embossing-Föhn. Das lasse ich jetzt einmal kurz ein bisschen abkühlen und nehme mir in der Zeit die Etikettenstanze. Dann ziehen wir ein Etikett aus, das nehmen wir erstmal zur Seite und nehmen wir dann, ich glaube, den habe ich vergessen zu zeigen, ich habe hier so einen Hintergrundstempel und den färbe ich mir jetzt mit meiner roten Farbe ein und zwar brauche ich ja jetzt nur einen Teil, also gehe ich mal hier oben hin,
Leg mein Etikett drauf und jetzt brauche ich spätestens ein richtiges Schmierpapier. Leg das Papier einmal drüber und drücke das Ganze fest. Wenn ihr jetzt vorhabt, einen Kalender zu machen, ich bin schon überall rot, super. Wenn ihr vorhabt, einen Kalender zu machen, würde ich euch empfehlen, alle Etiketten auszustanzen, den Stempel komplett einzufärben, alle Etiketten drauf zu verteilen und dann seid ihr einfach ein bisschen schneller. So, das passt schon. Und mit dem Fingerschwämmchen, so sieht das Ganze jetzt aus, mit dem Fingerschwämmchen gehe ich jetzt noch einmal rundherum. Inzwischen dürfte unsere Zahl auch soweit abgekühlt sein, sodass ich die jetzt einfach einmal ausschneide. Und wir können uns der Verpackung zuwenden. Dafür nehme ich mir jetzt das Stanz- und Falzbrett und mein Stück Papier. Und da gehe ich jetzt als erstes einmal komplett diese Querlinie entlang, weil ich das persönlich nebenbei sonst immer vergesse. So. Und dann fangen wir an. Wir legen das Ende des Papiers oder den Anfang des Papiers an diese Startlinie und stanzen einmal. Wir fangen an mit einer Seite. Das heißt, da ich jetzt die größte Verpackung von der Breite her machen will, ziehe ich einmal bei L. Dann lege ich diese Falzlinie, die ich gezogen habe, wieder an. Das ist irgendwie manchmal ein bisschen schwierig. Jetzt ist es auch noch verrutscht. Sehr schön. Also das muss ich sagen, es ist ein bisschen schwierig. Manchmal hilft es auch, dann aufzustehen. Dann ziehen wir jetzt eine Seite. Das heißt, man zieht dieses Dreieck hin nach. Und einmal die Mitte und hier, wo Zeit steht. Dann legen wir die Falzlinie, die wir bei Zeit gezogen haben, wieder an die Startlinie. Stanzen, das ging ein bisschen besser. Gehen wieder zur L-Falz. Dann wieder diese Falz anlegen. Ich bin jetzt auch ein bisschen weit weg von der Stanze, aber ihr seht schon, es ist nicht unbedingt immer einfach. Dann ziehen wir die zweite Seite nach. So. Und das, was hier jetzt überbleibt, der Rest, ist unsere Klebelasche. Nun drehen wir das Ganze um und zwar möchte ich einen Verschluss machen. Dafür lege ich die Verpackung wieder rein, ziehe auch hier einmal die Falzlinie nach. Und dann, jetzt muss ich kurz überlegen,
haben wir hier nochmal unsere, die breiten Teile wären ja Vorder- und Rückseite. Und bei der Seite, die jetzt außen ist, lege ich die Falzlinien nochmal ein, diese L-Falzlinie. Ich muss es einfach zur Seite drehen. So. Und lege dann auch nochmal das Ende hier rein. Beziehungsweise drehe ich es einfach um und lege es von dieser Seite rein. Und dann ist da einfach eine größere Anlagefläche. So. Es ist nicht so einfach, ein bisschen kraftaufwendig. Jetzt haben wir hier unsere obere Lasche und hier diesen Bereich, wo wir nicht gestanzt haben. Diesen Rest schneide ich komplett ab. Das könnt ihr jetzt entweder mit einem Papierschneider machen oder einfach schnell mit der Schere. Jetzt falze ich alle Falzlinien nach. Hier dieser Rest. Das wird ja unsere Klebelasche. Schräge ich an. So. Und dann geht's weiter mit Falzen. Bei den Seitenlaschen muss man ein bisschen aufpassen. Da falze ich zuerst die gerade und nehme das Ganze dann in die Hand, um diese schrägen Linien nachzufalten. Das klappt oder die richtige Form erhält man nachher dann, eh, wenn man die Verpackung zusammensetzt. Und noch einmal. Erst die gerade. Und dann die Schräge. Dann schauen wir jetzt einmal, ob sich die Verpackung so gut zusammenkleben lässt. Das sieht gut aus. Nehme ich mir meinen Flüssigkleber. Mache dann auf die Klebelasche. Und klebe das Ganze einmal zu. Das drücke ich jetzt ruhig ein bisschen an. Schau auch noch mal, wenn ich das aufklappe, dass das ganz gut miteinander abschließt. Das sieht jetzt hier in dem Fall sehr gut aus. Und wir können uns den Boden widmen. Wir haben jetzt hier vier Teile. Als erstes klappe ich persönlich immer die Seitenlaschen an. Dann entscheide ich mich, wo vorne und hinten ist. In meinem Fall soll die Lasche nachher nach vorne zeigen. Ihr könnt die Lasche natürlich aber auch nach hinten zeigen lassen. Das ist einfach Geschmackssache. Das heißt, das hier ist meine Vorderseite. Die klebe ich also als letztes hier unten an, um einen guten und schönen Abschluss zu erhalten. Das auf die beiden Seitenlaschen gebe ich jetzt Kleber, vor allen Dingen hier unten in dem Bereich. Falte das Ganze einmal um und dann auf die Vorderlasche von unserer Vorderseite gebe ich oben ein bisschen Kleber und dann auch zu den Rändern hin. Klappe das Ganze einmal um und schaue dann, ob das Ganze einigermaßen gerade ist. Das sieht soweit ganz gut aus. Dann könnt ihr euch einfach euer Falzbein nehmen und das Ganze nochmal andrücken, sodass das gut miteinander verschließt. Damit ist unsere Verpackung schon fertig. Als nächstes geht es also
an die endgültige Dekoration. Und dafür werde ich mir jetzt nochmal ein bisschen doppelseitiges Klebeband nehmen. Ich habe hier so eine Kleberolle und dann mache ich ein bisschen Kleber hier oben drauf, damit das Ganze hier zuhält. Das hält nicht perfekt, soll es auch nicht, weil wir binden da jetzt unser Band rum. So, ich schaue einmal ungefähr, wie viel wir brauchen. Das sind jetzt 35 cm. Ich hoffe, das reicht. Und da binde ich mir jetzt einfach einen Knoten und eine Schleife. Die Schleife wird wahrscheinlich schon eng. Am besten ihr nehmt 40 oder 45. Naja, ich lasse das jetzt einfach so. Ihr nehmt ein bisschen mehr Band. Und ich schneide hier einfach so eine Fake-Schleife mit Doppelknoten rein. Geht ja auch. So, damit haben wir den Verschluss fertig. Das Etikett klebe ich auch mit etwas Flüssigkleber einfach hier unten in die Ecke auf die Zahlen. Kommen jetzt noch die Foampads drauf. Auch da könnt ihr in der Höhe variieren, je nachdem, ob ihr vielleicht noch kleine Figuren, kleine Weihnachtsmänner oder ähnliches mit aufsetzen wollt. Da kann man dann auch schön entladen arbeiten. Und so ist die Verpackung schon fertig. Ganz einfach und schnell mit ein bisschen Kraft beim Tütenstandsport, aber auch das kriegt man hin. Wenn nicht, einfach hinstellen, hat man mehr Kraft. Hier noch einmal die Variante mit der Schleife. Ich hoffe, euch hat diese weitere Adventskalender-Idee gefallen. In der Infokarte und auch in der Adventskalender-Playlist findet ihr alle anderen Adventskalender, die ich schon gemacht habe. Und ich hoffe, ihr schaltet im Laufe der Woche wieder ein, wenn der nächste Adventskalender kommt. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss!